Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Das, was Sie hier im Hintergrund sehen, das ist ein Korallenriff-Aquarium. Das steht im Naturmuseum Südtirol in Bozen. Und Sie merken es schon, das schaut nicht ganz aus wie sonst, denn es wurde von Klimaaktivisten mit Farbe übermalt. Mittlerweile wurde gestern diese Farbe entfernt. Aber warum haben das die Klimaaktivisten getan? Sie wollten damit auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. In Deutschland und Österreich gehen Klimaaktivisten sogar noch weiter. Dort kleben sie sich auf Straßen fest, haben auch schon Kunstwerke beschmiert und öffentliche Gebäude. Wie weit dürfen also so gesehen Klimaaktivisten gehen? Was dürfen sie alles tun? Ist es gut, dass wir Bürger und vielleicht auch Politiker durch diese Provokationen wachgerüttelt werden? Oder ist das eher bedenklich und nicht mehr zu tolerieren? Genau darüber diskutieren wir heute Abend bei Pro und Contra. Und deshalb habe ich zu mir ins Studio eingeladen zum einen Sabine Zoderer. Sie ist die neue Parteivorsitzende der Freiheitlichen. Schönen Abend. Guten Abend. Und zum anderen Zeno Oberkofler. Er ist Klimaaktivist der Gruppierung Fridays for Future. Grüß Gott. Schönen Abend. Danke für die Einladung. Herr Oberkofler, was sagen Sie jetzt eigentlich zu dieser Aktion im Naturmuseum, wo Klimaaktivisten ein Korallenriff-Aquarium mit Farbe übermalt haben? Also ich glaube, es ist eine sehr gut gelungene Aktion. Es ist ja ein Fakt, dass es seit 40 Jahren die Folgen des Klimawandels, dass wir darüber Bescheid wissen und dass wir nicht die nötigen Handlungsschritte einleiten. Und wir haben zurzeit ein Massensterben in unseren Meeren, was die Koralle anbelangt. Und das ist verursacht von der Kohle, die wir verbrennen, vom Öl, das wir von der Erde das wir nutzen und verbrennen. Und diese Aktion hat symbolisch dargestellt, was ein riesiges Problem ist, das wir haben. Also die schwarze Farbe ist eben das Problem. Aber wir haben es noch in der Hand. Das sind eben auch die Hände, die die es noch ermöglichen, im Aquarium hineinzuschauen und so weiter, die sagen, es ist in unseren Händen. Also wir entscheiden, ob wir dieses Problem noch lösen oder ob wir weiterhin in diese Klimakatastrophe weiter hineinschlittern. Also mit dieser Aktion wollten die Klimaaktivisten sensibilisieren. Die Freiheitlichen sagen, diese Aktion im Naturmuseum Südtirol ist geschmacklos. Warum, Frau Zoderer? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sah das jetzt einfach auch als Schulprojekt an. Es war organisiert, es wurde abgesprochen, auch mit dem Museumsdirektor, und ich kann auch gut damit leben, weil ja hinterher sauber gemacht wurde. Aber, jetzt kommt das Aber, nehme ich an. Es gibt kein Aber. Gut. Nein, aber nein, es gibt kein Aber und nichts. Also ich kann dem jetzt eigentlich da gar nicht so entgegen. Ich kann da nicht sagen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, nein, ich finde es nicht gut, dass Jugendliche jetzt da aufstehen und aktiv werden, wenn es in einem Rahmen bleibt. Über diesen Rahmen diskutieren wir ja jetzt noch. Uli Meier beispielsweise, die Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen, ging einen Schritt weiter. In einer Pressemitteilung sagt sie, ein Museumsdirektor sollte sein Museum schützen. Das hat der Direktor des Naturmuseums Südtirol nicht getan. Sein Amt sei zu hinterfragen. Sehen Sie das ähnlich? Nein, also ich sehe da... Das sehe ich überhaupt nicht so. Auf Facebook schreibt Josef Töchterle auf unserer Facebook-Seite, für die Entfernung der Farbe, Herr Oberkofler, sollten die Aktivisten aufkommen, nicht wir Bürger mit unseren Steuergeldern. Ja, also das verwundert mich jetzt schon, dass man, also ich glaube, dann hätte man sich diese Pressemitteilung auch sparen können und die Diskussion mehr auf das Thema Klimaschutz und die Bekämpfung der Klimakrise lenken, anstatt natürlich die erhoffte Gegenreaktion von Hate-Kommentaren und so weiter gegen die Aktionen von Extinction Rebellion und so weiter zu befeuern. Also das wundert mich jetzt schon ein bisschen, dass man da die Distanzen nimmt von einer Presseaussendung, die man selber als Partei hinauslanciert hat. Sie sprechen von den Freiheitlichen. Ich spreche von den Freiheitlichen, natürlich. Mhm. Aber ich finde natürlich, dass... wir haben am Montag diese ganzen Befürchtungen sind ja von den Fakten her, haben die Aktivisten dann alles geputzt und ist alles praktisch gut durchdacht gewesen. Und, ja. Ich muss hier einwerfen, ich glaube, das war auch im Vorfeld so nicht klar. Man hat das ja auch nicht so angekündigt, nicht in der Öffentlichkeit angekündigt. Also ich glaube schon, dass es da auch einmal ein Missverständnis geben kann. Wie gesagt, ich persönlich sehe das als Schulprojekt. Aber wird hier nicht auch, diese Kritik habe ich ja auch gehört, ein Museum, ein Landesmuseum, das mit öffentlichen Steuergeldern ja finanziert wird, politisch missbraucht, Frau Zoderer? Ich sehe da überhaupt keinen Missbrauch, keinen politischen. Okay. Ganz ehrlich. Gut, es ist ja jetzt so, in Bozen gab es diese erste Aktion der Klimaaktivisten im Naturmuseum. In Österreich und in Deutschland aber
kleben sich Klimaaktivisten schon seit geraumer Zeit, in Österreich, in Wien konkret seit Montag wieder, auf Straßen fest, um den Verkehr aufzuhalten, um gegen eben auch den Klimawandel bzw. die Klimazerstörung zu protestieren. Wie sehen Sie das? Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich sehe hier einfach auch Gefahren, die daraus auch entstehen. Ich meine ganz ehrlich, die Menschen wissen nicht mehr, wie sie am Ende des Monats die Rechnungen bezahlen können. Fahren zur Arbeit, möchten pünktlich zur Arbeit, bei der Arbeit ankommen und dann kleben hier Menschen fest. Mhm. Ich meine, es gibt auch andere Situationen. Es gibt Leute, es gibt Menschen, die schon längst auf Arztterminen warten, hier endlich einen Arzttermin haben und den eventuell genau auch deswegen dann nicht wahrnehmen können. Also da frage ich mich dann schon auch ein bisschen, überlegt man da, man bringt sich selbst auch in Gefahr und natürlich auch andere. Und ich finde es auch als Mutter nicht vorbildhaft für unsere Kinder und Jugendlichen. Herr Oberkofler. Also erstens mal möchte ich mich gegen diese dass das ein kleines Schulprojekt war. Das sind Menschen, Aktivistinnen und Aktivisten, die ihr Leben für eine richtige Sie sprechen Sache, jetzt wieder hier für eine Aktion im Naturmuseum, das war mir wichtig zu unterstreichen, ja, die sich täglich mit dem Thema auseinandersetzen, die genau wissen, was die Folgen, die verheerenden Folgen sein werden, wenn wir so weitermachen und wir nicht jetzt uns wirklich verändern in der Art, wie wir wirtschaften, in der Art, wie wir leben. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, diese Debatte auch ernsthaft zu führen, was auf uns zukommt, wenn wir jetzt nicht handeln. Und ich glaube, wir können unterschiedlicher Meinung sein, was ja die Aktionsformen sind. Ich glaube, das ist völlig legitim. Also, und ich selber bin ja auch nicht überzeugt von jeglicher Aktion, die Klimabewegungen machen. Sabine Aber ich Zodra finde, wir müssen auf das Thema schauen. Wir müssen auf das Thema schauen, weil das muss im Fokus stehen und nicht diese Debatten, die einfach nur ablenken wollen. Sabine Zodra, ja bitte. Sie ja, noch und was genau ergänzen? Da muss ich einhaken. Genau das geht eben, so geht es eben in die falsche Richtung mit solchen Aktionen. Man verärgert den Bürger, man verärgert generell die Menschen draußen, die das nicht nachvollziehen können. Das geht einfach in die falsche Richtung. Ich finde, dass man mit tollen Aktionen wie Demonstrationen, die man anmeldet, viel mehr bewegen kann in diese Richtung, anstatt sich irgendwo hinzukleben. Herr Oberkofler. Ja, man muss natürlich von den Resultaten her schauen, was das jetzt bringt. Natürlich gibt es diejenigen, die sagen, diese Aktionen sind eher kontraproduktiv, diejenigen, die sagen, wir brauchen diese Aktionen, um die Gesellschaft wachzurütteln. Ich glaube, das sind beide sehr legitime Positionen. Was Fakt ist, ist, dass wir uns wirklich verändern müssen und dass wir das Thema auf die Klimakrise setzen müssen. Aber da muss ich jetzt mal nachhaken, ganz kurz, Herr Oberkofler. Ja. Fridays for Future demonstriert seit mittlerweile 4 Jahren. Korrekt? 4 Jahren. Genau. Was hat sich denn seitdem getan? Also ich glaube, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Unser Anfangs war ja das Thema Klimakrise komplett nicht in der Gesellschaft angesprochen. Mhm. Also niemand hat sich um das Thema, also sehr, sehr wenige haben sich um das Thema Klimakrise interessiert, haben gekämpft ihr Leben lang und niemand hat sich je für sie interessiert, für diese wichtige Botschaft. Jetzt ist das Thema Klimaschutz und Klimakrise in die Mitte der Gesellschaft angekommen. Niemand kann sich mehr vor Klimaschutz drücken. Jegliche politische Partei muss ein Klimakonzept vorstellen, um den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie wollen wir diese Krise handhaben und wie wollen wir sie stoppen. Und auch über das Wie dieses Protestes oder Sensibilisierung natürlich gehen die Meinungen auseinander. Sabine Zodra, Sie haben schon gesagt, Sie haben eigentlich kein Verständnis für Aktionen, die über ein ähnliches Projekt wie dem soeben erfolgten im Naturmuseum darüber hinausgehen, wie beispielsweise eben, wenn sich junge Menschen auf Straßen festkleben. Interessant ist, dass beispielsweise Claudia Blackholm, Jugendstaatssekretärin, also Teil der österreichischen Bundesregierung, sagt, ich habe ebenso kein Verständnis für Klebeaktivismus. Sich für eine Sache zu engagieren ist großartig und gerade im Bereich Klima mehr als notwendig. Mit dem Theater erreicht diese Chaostruppe aber genau das Gegenteil. Das heißt, wenn jetzt vielleicht, das war ja der Auftakt der Klimaaktivisten in Südtirol. Und es wurde auch schon angekündigt, es gibt weitere Aktionen. Wenn jetzt auch bei uns in Südtirol junge Menschen sich beispielsweise auf der Schnellstraße Mebo festkleben würden, das ist für Sie eine Grenze, die man auf keinen Fall erreichen darf und erst recht nicht überschreiten darf, oder? Ganz genau. Und ich glaube, gerade mit diesen Aktionen, wie schon vorhin gesagt, das geht total in die falsche Richtung. Und ich glaube kaum, dass man mit solchen Aktionen jemandem wirklich weiterhilft. Ich setze da viel mehr darauf. Ich finde es toll, dass junge Leute sich engagieren, dass sich einbringen. Natürlich, das braucht es auch.
Früher hat es immer geheißen, die Jugend, die macht nichts. Jetzt machen sie etwas, dann verurteilt man vielleicht manchmal wirklich auch zu verfrüht. Aber es darf nie so weit kommen, dass man andere damit mit solchen Aktionen in Gefahr bringt. Da habe ich einfach null Verständnis. Das ist für mich ein No-Go und null Toleranz in diese Richtung. So gesehen, wo liegt da die Grenze für Sie, Herr Oberkofler? Also ich glaube, zivile Ungehorsam ist ein sehr wichtiges Mittel, das hat sich auch in der Geschichte gezeigt, um gesellschaftliche Veränderungen zu bringen, und das ist ein legitimes Mittel. Was natürlich die wichtigste Voraussetzung ist, dass es gewaltfrei ist, dass Gewalt ist ein totales No-Go, das darf auf keinen Fall Mittel werden, für etwas einzustehen. Und die ganzen Klimaproteste sind immer unter den Bedingungen organisiert, dass sie total gewaltfrei sind, friedlich sind, und dass man immer auch versucht, das anzukündigen, den Institutionen das im Voraus schon zu kommunizieren. Reicht das, Frau Zodorow? Ich muss nochmal wiederholen, und was ich jetzt kürzlich auch über die Medien erfahren habe, wie zum Beispiel, wir bleiben ja jetzt immer noch in Deutschland mit den Klimaklebern hängen, was ich ja eigentlich nicht möchte, denn wir hätten hier in Südtirol oder auch in Österreich, die werden verklagt, und wo sind die dann? Die kommen nicht, die erscheinen nicht am Gerichtstermin, weil die jetzt mal kurz nach Bali gereist sind. Also irgendwo ist das dann natürlich auch nicht nachvollziehbar, wenn ich von Umweltschutz spreche, denn für mich ist Umweltschutz genauso Heimatschutz. Und jeder kann bei sich zu Hause anfangen. Wenn ich einkaufen gehe, ja, dann schaue ich in den Einkaufskorb nebenan, Avocados dann aus Peru, die sind ja dann toll, und hinterher mache ich Aktionen auf Klimaaktivist. Ich will jetzt Sie da nicht persönlich, ich kenne Sie ja nicht und ich kenne auch Ihren Einkaufswagen nicht, aber ich will nur damit sagen, irgendwo muss man sich da schon auch dann die Frage stellen, sind wir immer glaubwürdig? Ich würde da viel mehr in die Richtung Innovation, auf Richtung Innovation setzen, auch in der Politik. Es passiert ja schon. Es ist ja schon so weit, dass man darüber diskutiert, und wachrütteln mit solchen Aktionen, mit Panikschüren, mit Weltuntergangsstimmung. Also ich glaube nicht, dass man da viel erreicht. Ich würde da eher das Positive rausfiltern. Herr Oberkofler, was antworten Sie jetzt darauf? Ja, also was mich ein bisschen stört, ist diese Aktivistinnen und Aktivisten, ich selber, wir setzen in unserem Leben ganz viel Zeit, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wir zeigen auf einen Asteroiden, der auf unsere Erde prallt. Und das, was wir jetzt gerade tun, was Sie tun, was die ganz viele rechte Bewegungen auch tun, sie schauen da auf den Finger und sehen den Asteroiden nicht. Also da fehlt nur der Hashtag Don't Look Up, das wäre ein guter Slogan für diese ganzen Diskussionen. Das Problem ist, wir müssen über diese dramatische Krise reden, die uns allen betrifft, und ganz besonders ganz viele Menschen im globalen Süden jetzt schon, die darunter leiden, stark darunter leiden. Und das wird Konsequenzen haben für die gesamte Gesellschaft, die wir ganz viele Menschen sich noch nicht vorstellen können. Und darüber müssen wir reden und konstruktiv gemeinsam an dieser Debatte arbeiten und nicht durch Scheindebatten uns... Genau, es muss konstruktiv sein. Und ich finde, ich kann hier nichts Konstruktives erkennen, ganz ehrlich. Und wenn Sie sagen, dass rechte Parteien hier nur sagen, da vielleicht, nein, das stimmt nicht. Denn auch wir bringen uns ein. Wir haben im Landtag einiges schon vorangebracht. Ich kann Ihnen Beispiele aufzählen. Haben Sie vielleicht heute die Dolo gesehen? Haben Sie die Dolomiten gelesen heute? Ein Thema: Gülle, überall Gülle, es stinkt nach Gülle. Man könnte genauso mit der Gülle was anfangen, nämlich in Stickstoff umwandeln. Ja, solche, wir setzen uns schon auseinander mit den Themen. Wir sind da nicht so weit weg. Aber etwas, also das Problem ganz kurz ist, also, Herr Oberkofler, ganz kurz noch. Dass alle Parteien mittlerweile schon das in die Richtung sind, nicht nur aber die Grünen, die also für wir Umweltschutz sind in einer stehen. Globalen Krise. Kurz und, noch, ja. Bitte. Ja, ganz kurz. Und das, was ein großes Problem ist, man sagt immer, ja, bist du glaubwürdig, lebst du komplett 100% klimaneutral, und wenn du einmal einen Schnitzel isst oder so, hast du nicht das Recht für dein Recht auf eine Zukunft einzustehen. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel und müssen die Schuld nicht auf den Einzelnen hinausschieben, sondern wir müssen gemeinsam durch die Demokratie, durch den Aktivismus, durch die Aktionen auf der Straße, müssen wir den Druck aufbauen, uns gegen die großen Kolosse, Ölunternehmen, Kohleunternehmen, die diese Veränderung nicht aber wollen. Aber die Frage ist ja, über diese, die wir... Das ist noch nicht bei allen angekommen. Und deshalb braucht es Aktionen, braucht es Aktivismus und braucht es, dass sich die Menschen mobilisieren und etwas tun. Die Frage ist natürlich, wie soll dieser Aktivismus ausschauen? Darüber diskutieren wir jetzt.
Frau Zodorer, haben Sie den Eindruck, dass Klimaschutz zunehmend militant geführt wird? Ja. Ich denke an eben einige Aktionen von der letzten Generation. Ich denke auch beispielsweise an die Proteste gegen den Kohleabbau im deutschen Lützerath, wo ja teilweise extreme, gewissermaßen Schlachten gegen Polizisten geführt wurde, Hausbesetzungen und so weiter. Wird der Klimaschutz zunehmend militant in Ihren Augen? Ja, auf alle Fälle. Also es sieht wirklich sehr danach aus. Und das macht mir schon Sorge. Das bereitet mir Sorge. Und das ist eigentlich genau das, was Sie vorhin sagten. Wir wollen ja nicht in so eine Richtung gehen müssen. Weil da fängt es eben an. Und wie Sie richtig sagten vorhin, ja, wenn ich einmal ein Schnitzel esse, dann werde ich verurteilt, denn ich lebe nicht ganz so ökologisch oder nach den Vorstellungen der anderen. Aber genau mit solchen Aktionen, finde ich, unterstreicht man das ja noch. Genau in diese Richtung, das ist total die falsche Richtung, die betonieren sich ein. Also ich meine, irgendwo, da hört sich für mich dann einfach auf. Und jeder kann bei sich anfangen, jeder Einzelne. Und genau so habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Wir haben in Barcins, ich sitze im Gemeinderat in Barcins, stellen Sie sich vor, die Rechtspartei, die Freiheitlichen, was haben die gemacht? Die haben aufgerufen, mit den Müllsäcken sind wir unterwegs gewesen. Wir haben Müll gesammelt, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Familien. Jeder Einzelne kann da anfangen. Und nicht die Rechtsparteien sind die, die da mit dem Finger hochzeigen und nicht wissen, was da runterkommt. Auch wir setzen uns mit diesem wichtigen Thema auseinander. Apropos, und nochmal, Frau Zodorer, Umweltschutz ist auch Heimatschutz. Naja, Frau Zodorer, also, Sie können gerne darauf noch antworten, ja, dann möchte ich gerne kurz weitergehen. Bitte, Herr Oberkofler. Na, also ich muss ehrlich sagen, also wir gehen seit 4 Jahren auf die Straße. Als Fridays for Future. Wenn man sich mit dem Thema ernsthaft befasst, wissenschaftlich, dann kann ich die Verzweiflung und die Sorge von diesen Aktivistinnen und Aktivisten so verstehen, weil die Herausforderung einfach so groß ist, dass man aktiv werden muss. Und es geht nicht um ein bisschen Plastik vom Fluss rauf zu sammeln, sondern es geht wirklich um eine Energiewende, die global angegangen werden muss. Und das ist eine riesige Herausforderung, die man politisch und als System angehen muss. Aber Müll, sprechen wir kurz mal über dieses Thema, weil das jetzt hier gefallen ist. Müll. Am Bozener Obstplatz beispielsweise haben noch bis dato Unbekannte am Neptunbrunnen Müll aufgehängt, den sie auf den Teil verwiesen und teilweise auch aus dem Flussteil von Bozen gefischt haben. Oder anders gesagt, der Bozener Bürgermeister Renzo Caramasca darauf nicht sonderlich positiv reagiert. Im Gegenteil, er spricht wörtlich von einem Vandalenakt, kritisiert diese Aktion als Vandalenakt. Er hat auch schon Anzeige gegen Unbekannte erstattet. Was sagen Sie zu dieser Aktion, Frau Zodorer? Also die Stadt sagt nein, das geht jetzt zu weit. Finde ich auch. Ich meine, wenn hinterher dann die Feuerwehr kommen muss und den Müll wieder wegbringen muss, so irgendwo geht das wiederum in die falsche Richtung. Sie ziehen da zum Beispiel vorhin die Aktion mit etwas Müll sammeln ein bisschen ins Lächerliche. Das stört mich ganz gewaltig, denn gerade hier fängt es auch an. Und glauben Sie wirklich, dass man mit Straßenkleben und sich einbetonieren gerade die anspricht, die eigentlich die Verursacher der ganzen Krise sind? Gute Frage, Herr Oberkofler. Wir brauchen einen Politikwechsel, wir brauchen einen Wechsel in der Wirtschaftsweise, die wir haben. Aber jetzt zum Beispiel finde ich das auch ganz komisch. Also ich finde die Aktion, die am Obstmarkt stattgefunden hat, eine richtig tolle, gute Aktion. Das sind Menschen, die sich zusammengetan haben. Mir ist das Thema wichtig, Umweltschutz. Wir gehen für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit, tun wir Müll sammeln. Und wir sind aber verärgert, dass so viel Müll in der Natur liegt, dass die Meere voller Plastik sind und voller Mikroplastik und so weiter und so fort. Und wir zeigen das der Gesellschaft. Also wir nutzen unsere Aktion auch mit einem künstlerischen und kreativ in einer kreativen Art, um die Gesellschaft vor diese Probleme zu stellen. Und damit erreichen Sie die Gesellschaft auch. Ein Spiegel, der der Gesellschaft vorangezeigt wird. Damit erreichen Sie viele Menschen, Herr Oberkofler. Das war ja die Frage von Frau Zodorer. Damit erreichen Sie viele Menschen, sagen Sie, oder? Davon sind Sie überzeugt? Absolut, aber es gibt ganz viele Formen. Also jeder kleine Schritt, überall muss man Aktivismus machen. Es ist nie genug. Aber jeder kleine Schritt und jede kleine Aktionsform ist wichtig. Und überall kann man Klimaschutz machen, bei der Arbeit, in der Politik, in der Zivilgesellschaft. Wichtig ist, aktiv zu werden. Und dass man dieses Thema nicht weiter so ignoriert. Wo liegt für Sie die Schmerzgrenze abschließend? Also wie weit dürfen Klimaaktivisten gehen? Auf keinen Fall, ich habe die Mebo kleben, bitte. Also da muss ich wirklich noch mal darauf hinweisen, man bringt sich selbst in Gefahr und man bringt die anderen in Gefahr. Aber was ich noch hier einschmeißen möchte,
toll die Aktion, Müll gesammelt in Bozen, schön, aber wäre es dann nicht mit einem Foto eventuell getan gewesen und das posten wir dann. Nein, es muss die Feuerwehr kommen und den Müll wegbringen, da sind wir eben wieder. Also übermorgen müssen wir auf der Memo die Kleber wegbringen. Dass die Aktivistinnen und die Aktivisten, die haben klar kommuniziert, wir lassen das 48 Stunden dort und dann tun wir alles wieder weg und dann ist alles sauber und super wie vorher. Also das stimmt auch wieder nicht, man hätte das perfekt auf der Statue lassen können und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber wir müssen, also Sie verteidigen auf alle Fälle die Sektion. Auf der Statue mag man den Müll und da nimmt der Teil von da nicht. Also wie weit dürfen Klimaaktivisten mit ihren Protestaktionen, mit ihren, nennen wir es mal so, Provokationen, mit ihren Aktionen gehen? Darüber haben wir diskutiert. Anlass dieser Diskussion war eben diese Aktion von Klimaaktivisten im Naturmuseum Südtirol. Was sagen Sie jetzt eigentlich dazu? Wie weit dürfen Klimaaktivisten gehen, um eben dieses Thema oder uns Bürger für dieses Thema dafür zu gewinnen? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit, morgen im Mittagsmagazin speziell nach den 13 Uhr Radionachrichten. Die grüne Nummer sehen Sie derzeit eingeblendet zum Mitreden. Wir haben schon darüber diskutiert und deshalb sage ich danke Sabine Zoderer und Sina Oberkofler für diese interessante und hochaktuelle Diskussion. Danke auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Pro und Contra. Machen Sie es gut bis dahin. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.